Im Kreissaal passiert vieles. Was man jedoch nicht oft hört, ist, dass ein Arzt deswegen in Ohnmacht fällt. Dieses Baby war so groß, dass es fast wie ein Kleinkind aussah. Chrissy und Larry Corbett hatten bereits 4 Kinder, als sie noch ein 5. wollten. Ihr Liebesleben war bereits eine Achterbahnfahrt. Aber sie wussten nicht, dass ihnen etwas noch Aufregenderes bevorstand. Sie sagte, Larry und ich wollten schon immer eine große Familie haben. Wir haben beide eine Schwäche für Kinder. Unsere 4 bedeuten die Welt für uns und es wird nie langweilig. Aber dieses Mal war es schwieriger, als sie es gewohnt waren. Und die Probleme hatten nicht nur mit der Schwangerschaft zu tun. Die werdende Mutter kochte gerade, als es zu einem Feuerunfall kam. 27% ihres Körpers waren verbrannt, nachdem das Feuer ihre Küche verwüstet hatte. Larry eilte mit seiner Frau ins Krankenhaus und sie sollte operiert werden. Nach weiteren Untersuchungen fand man eine Möglichkeit, die keinen Eingriff nötig machte. Sie verbrachte weniger als einen Monat im Krankenhaus, bevor sie entlassen wurde. Die vierfache Mutter war während der Schwangerschaft anämisch. Dies erhöhte das Risiko einer Frühgeburt. Die Ärzte warnten sie, dass das Baby mit einem geringen Geburtsgewicht geboren werden könnte. Deshalb ging sie in kurzen Abständen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Doch es kam ganz anders als vorausgesagt. Statt eines niedrigen Geburtsgewichts zeigte der Ultraschall das Gegenteil. Das Kind war ein ziemlicher Moppel. Bei jeder Untersuchung waren die Ärzte überrascht, wie sehr mein Baby wuchs. Als die Krankenschwester meine Testergebnisse sahen, waren sie ebenso überrascht. Und selbst der Arzt schaute ungläubig auf meinen Bauch. Dies war für mich die schwierigste Schwangerschaft, die ich je hatte. Aber ich hatte keine Angst. Ich habe zu Gott gebetet, dass alles gut wird und daran geglaubt, dass ich und mein Baby mit seiner Hilfe überleben werden. Die 29-Jährige verriet auch, dass das nicht ihr erstes großes Baby sei. Dies war auch bei ihrem 3. Kind der Fall. Der Geburtstermin rückte näher und die Ärzte wussten bis zum Ende der Schwangerschaft nicht, wie groß ihr Kind war. Das lag an der Schwangerschaftsdiabetes. Dieser geht mit hohem Blutzucker einher, was auch die Gesundheit des Babys beeinträchtigen kann. Übergewichtige Frauen haben ein höheres Risiko dafür. Bei Chrissy wurde es am Ende der Schwangerschaft festgestellt, aber sie hatte vorher keine Symptome gezeigt. Die Krankheit kann über die Ernährung und manchmal auch mit Medikamenten kontrolliert werden. Ein schlecht eingestellter Schwangerschaftsdiabetes führt zu einem hohen Geburtsgewicht. Wir waren besorgt, unser Krankenhaus versuchte alles. Mein Arzt ermutigte mich, gesund zu essen und ich kontrollierte meinen Blutzucker, sagte sie. Chrissys Bauch war viel größer als bei ihren vorherigen Kindern. Aber wie groß war dieses Baby? Na, groß genug, dass die Krankenschwestern es aufzeichneten. Die Wehen setzten eine Woche vor dem errechneten Termin ein. Larry fuhr sie ins Orange Park Medical Center in Florida. Aufgrund der Größe ihres Babys war ein Kaiserschnitt geplant. Während der Entbindung wurden Wetten darüber abgeschlossen, wie groß das Baby sein würde. Einige schätzten bis zu 6 oder 7 Kilo. Chrissy sagte, als der Arzt sie herausholte, hörte ich alle lachen und sich freuen. Alle waren in diesem Moment extrem aufgeregt. Larry sagte, es war so lustig, weil sie einen Kaiserschnitt hatte, also waren Decken über ihr, sodass man nicht sehen konnte, was vor sich ging. Das Baby war so schwer, dass wir manchmal Zwillinge vermuteten. Der Arzt sagte, oh mein Gott, sie wird fast 7 Kilo wiegen. Ich erinnere mich, dass ein anderer sagte, ich glaube nicht, dass dieses Baby je aufhört. Gibt es 2 von ihnen? Er sagte mir, dass ich großen Druck auf meinem Bauch spüren würde. Mein Mann war aufgeregt. Der Arzt versuchte mit aller Kraft, das Kind sicher zur Welt zu bringen. Aber es war wortwörtlich nicht leicht. Das Kind war riesig. Als es endlich herauskam, fiel der Arzt fast in Ohnmacht. Zum einen vor Erschöpfung, zum anderen, weil er unter Schock stand. Das Baby sah aus wie ein 2-Jähriger. Es hatte volle Backen und war einfach füllig. Aber natürlich wunderschön. Sie legten sie neben mich, damit ich sie küssen konnte. Ich war so glücklich. Das Paar nannte sein Mädchen Carly. Und hast du selbst eine Wette über das Gewicht abgeschlossen? Also, sie wog fast das Doppelte des Durchschnittsgewichts eines neugeborenen Mädchens, nämlich 6140 Gramm. War deine Schätzung richtig? Carly hätte mehr gewogen, wenn sie an ihrem Geburtstermin geboren worden wäre.
dann hätte sie vielleicht sogar 6.350 Gramm gewogen. So viel wie das schwerste Baby, das in diesem Jahr in den USA geboren wurde. Carly wurde schnell zu einer Internetberühmtheit. Ihre Eltern bezeichneten die Aufmerksamkeit als surreal. Die frischgebackene Mutter sagte: "Das ist unglaublich. Der Direktor des Krankenhauses flog ein, um uns zu treffen. Und alle lokalen Nachrichtensender kamen auch hierher. Ich bin so etwas nicht gewohnt. Es ist überwältigend." Chrissy musste auch Outfits kaufen, die für ein 9 Monate altes Baby gedacht sind. Mutter und Tochter wurden etwa 2 Wochen später entlassen. Chrissy erklärte, dass sie zwar wussten, dass ihr Baby ziemlich groß sein würde, aber es fühlt sich an wie eine noch größere Überraschung. Ein weiteres Paar, das eine große Überraschung erlebte, sind Natalie und Luke Lees. Es war ihr erstes Kind und da sie damit Neuland betraten, waren sie ziemlich nervös. Natalie war besorgt, als sie bemerkte, dass ihr Bauch größer aussah, als sie es erwartet hatte. Sie gingen ins Krankenhaus und die Ultraschalluntersuchungen zeigten, dass alles in Ordnung war. Die aus Ossetti in West Yorkshire stammende Frau hatte eine ereignislose Schwangerschaft. Sie sagt: "Ich war nervös, vielleicht weil es mein erstes Mal ist. Gott sei Dank war meine Mutter da. Sie beruhigte mich und sagte mir, das sei normal. Ich hatte keine Komplikation, also verlief alles reibungslos." Am errechneten Termin nahmen die Dinge jedoch eine drastische Wendung. Als sie an diesem Tag einen sehr hohen Blutdruck entwickelte, wurde ein Wachstumsscan durchgeführt, bei dem herauskam, dass ihr Sohn nicht auf der Skala des Geräts stand. Die 23-Jährige brachte ihn im Krankenhaus von Dewsbury zur Welt. Das Paar hatte Kleidung für ein Neugeborenes gekauft, aber als ihr Baby geboren wurde, mussten sie alles zurückgeben. Wir und das Personal konnten es nicht glauben. Sie hatten ihn 2-mal gewogen, weil sie so schockiert waren. Finley wog 5.800 Gramm. Erstaunlich, oder? Die nicht passenden Kleider schickten sie zurück. Natalie sagte: "Sie dachten, er würde 5 Kilo wiegen und empfahlen einen Kaiserschnitt wegen der zu erwartenden Komplikation. Ich bin froh, dass wir Bescheid wussten. Mein Junge ist gesund. Er gehört nicht zum Durchschnitt. Ich will ihm später alles erzählen, vielleicht wenn er ein Teenager ist. Wir mussten auch die 3-Monats-Kleidung zurückgeben. Zum Glück hatten wir noch die Kassenbons." Genau wie Carly erregte auch Finley viel Aufmerksamkeit. Ein Sprecher des Krankenhauses sagte: "Finley ist mit Sicherheit eines der größten Babys, das wir im Krankenhaus jemals bekommen haben. Ich bin froh, dass es bei Chrissy und Natalie trotz der Größe keine Komplikationen gab. Was denkst du darüber? Hattest du oder ein geliebter Mensch schon einmal ein überdurchschnittlich großes Baby? Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal."